also ein Mann, der auf die Autonomie, die durch die Französische Revolution gewonnene Autonomie in einer Weise gepocht hat, wie es eigentlich kein anderer gewagt hätte. Kraft eines handwerklichen und intellektuellen Eigenbaus, den keiner ihm nachmachen kann. Ja. Also Kraft. Die Musik ist sozusagen eine Domäne. Ja, ja, das ist eine Domäne, die im Grunde eine Domäne ist, die auch offenbar andere ermutigt hat, Ähnliches zu tun. Es gibt ja den berühmten Ausspruch von Bismarck, der gesagt hat, wenn ich diese Symphonie, er meint, es gemeint ist die 9. Symphonie, oft hörte, würde ich tapferer sein. Und das ist ein Satz gewesen, mit dem damals Beethoven auch Eingang gefunden hat in Japan. Denn als damals 1918 in Bando, auf Shikoku in Japan, bei den Kriegsgefangenen zum ersten Mal die 9. Symphonie aufgeführt wurde. Die deutschen Kriegsgefangenen von Zinkdau und so weiter, so ist es, die, haben das dort die wurden dort versammelt. Ja, und haben dort die 9. Symphonie aufgeführt. Und in der Lagerzeitung war eben berichtet worden, dass dieses auch der Ausspruch Bismarcks gewesen ist. Und das hat ganz besonders dazu geführt, dass dann 1941 bis 1945 etwa die in Japan dieses das Wunschkonzert der in den Krieg ziehenden Soldaten gewesen ist, im Hinblick auch auf dieses Zitat Bismarcks. Seid umschlungen Millionen. So ist es, ja. Ein durchaus friedfertiges Lied, nicht? Um tapferer zu werden und kriegstüchtig zu werden. Ein ganz eigentümlicher Effekt. So der, wie man Leber dran nimmt, also um sich zu stärken. Diese Form, was ja auch zu einer sehr praktischen Form in Japan dann der Beethoven-Verehrung geführt hat. 1989 ist in dem großen Kaufhaus Isetan zum Beispiel sind über 700 Ziegelsteine aus dem einer alten Brandmauer des Beethoven-Geburtshauses in Bonn zum Kauf angeboten worden. Ich glaube, das Stück zu etwa 800 Mark. Und das muss also einen ganz erheblichen Run auf diese Ziegelsteine gegeben haben, dass man sich also in den Besitz dieser Beethoven-Droge versetzte. Das eigentümlich ist, dass auch dass natürlich eine Beethoven-Gesellschaft existiert, aber dass er auch verewigt worden ist. In Tokio gibt es eine große Brücke, auf der das Brückengeländer, auf dem Brückengeländer sind Auszüge seiner Symphonien zu sehen. Also man hat ihn draufgedrückt. Ja, die sind also in Eisen. Sind in Gusseisen abgebildet. Nicht? Ich glaube, aus seiner 4. Symphonie sind es Motive, die dort auf der Brücke zu sehen sind. Das ist also ein symbolischer Topos, der interessant genug ist, finde ich. Und ich glaube, dass man außerdem beachten muss, dass in Japan noch hinzukommt, der Aspekt, dass bei der 9. Symphonie eigentlich plötzlich für die Japaner so eine Art Erweckungsmoment damit einhergegangen sein muss. Denn in Japan ist die Chormusik, und das gilt also für die 9. Symphonie ja par excellence, das eigentliche Erlebnis gewesen bei der Rezeption der europäischen Kultur nach der Meiji-Ära. Vorher waren sie ja abgeschlossen, dass in dem fernen Westen eine Kunstform entwickelt worden war, die völlig ihrem eigenen Harmonie- und Konsensbedürfnis entsprach. Das heißt, gemeinsam singen, so laut aussingen, so ist eine japanische Tradition. Ja, das ist eine große japanische Tradition geworden mit außerordentlich qualifizierten Chören. Die ganz großen Orchester des Westens gehen bei den Aufführungen der symphonischen Werke, vor allen Dingen Mahlers, der großen Chorsymphonien, nach Japan und bedienen sich der dortigen Chöre, die in einer Brillanz und Perfektion, in deutscher Sprache übrigens, alles
singen, sodass also die Mitnahme von europäischen, von westlichen Chören völlig obsolet ist, weil dort eine so hohe Chorkultur ist mit eigenen Lehrern, die die deutsche Sprache dort beibringen, weil dieses Bedürfnis landesweit vorhanden ist. Mehrere hundert Male wird ja die 9. Symphonie zum Jahreswechsel dort aufgeführt. Auf des Glaubens Sonnenberge sieht man ihre Funken wehen. Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an. Silvester. Gabi Teichert erkundet den Wortlaut der dritten Strophe des Lieds An die Freude. Freude sprudelt aus Pokalen. Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist. Lasst den Schaum zum Himmel spritzen. Brüder, fliegt von euren Sitzen. Ja, ich finde es aber so makaber. Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist. Was war das jetzt? Jetzt? Lasst den Schaum zum Himmel spritzen. Freude sprudelt aus Pokalen. Freude sprudelt aus Pokalen. Freude sprudelt. Muss ich immer an das Sprichwort denken? Freude sprudelt aus Pokalen. Weißt du, wo das immer heißt, wenn jemand so eine Klappe hat, ne? Dir muss man noch mal extra auf den Sarkenstein legen, damit deine Klappe zugeht. Lass den Schaum zum Himmel spritzen. Weil wir endlich mal den Freude sprudelt aus Pokalen. Hier gibt's doch nur Pokalen, wenn der volle Römer kreist. Thank you.
Beethoven begegnet. Ja. Ja. Was für eine Erscheinung ist das? Beethoven muss in seinem äußeren Habitus ein Mann gewesen sein, der erstaunlich ungepflegt gewirkt haben muss auf andere, der sich in seinem Betragen gegenüber anderen wenig kommunikativ wohl verhalten hat und ungesellig gewesen ist. Darüber berichtet ja auch Goethe, dass er vor allen Dingen die Ungeselligkeit sich bei ihm gesteigert hat durch die Schwerhörigkeit. Haben die einander gekannt? Ja, sie haben sich getroffen in Teplitz. Und die berühmte Legende, die dann Bettina von Brentano aufgebracht hat, besteht ja darin, dass in diesem Augenblick die Hofgesellschaft, die kaiserliche Hofgesellschaft, die auch dort im Bad war, den beiden begegnete und Beethoven nicht beiseite trat, sondern durch die Hofgesellschaft hindurchgegangen ist, während Goethe beiseite trat und sich verneigte. Wobei, wenn es tatsächlich nicht eine Erfindung ist, man bedenken muss, dass Goethe gerade zu der Kaiserin Ludovica ein besonders inniges Verhältnis hatte. Er hatte ihr vorgelesen und hatte sich wohl unausgesprochen in sie verliebt. Und er ist ohnehin ein höflicher Mensch. Ein höflicher Mensch, ja. Und Beethoven so einen gewissen Bürgerstolz. Ja, ganz im schillerschen Sinne ein Citoyen, wenn man will, der dieses auch sicherlich nach außen dokumentiert hat und ja oft seine adligen Geldgeber aufs Äußerste brüskiert hat. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Berichten, wie er sie barsch abgefertigt hat und die Fürsten und Adligen hat sitzen lassen, wenn es ihm nicht gefiel, bei ihnen vorzuspielen. Also ein Mann, der auf die Autonomie, die durch die Französische Revolution gewonnene Autonomie in einer Weise gepocht hat, wie es eigentlich kein anderer gewagt hätte. Nicht?